So, Angels and Devils. Wie die Übung auch schon sagt, ist es erstmal eine komplexere Übung, die ihr auf dem Boden ausführen sollt. Und zwar geht es jetzt darum, dass ihr so eine Flügelschlagbewegung auch habt, ja, von vorne, ja, und dann nach hinten. Es geht hier darum, nicht nur um die Stabilität im Rumpf bzw. in der Rückseite, sondern auch in der Mobilität der Schulter. Also wenn ihr hier seid, euch aufrichtet, die Arme nach hinten nehmt und dann währenddessen diese Rotation hier in der Schulter macht, so die schön sauber ausgeführt werden. Ja? Nicht die Daumen nach hinten und dann irgendwie hier rüber, sondern ihr habt die Arme lang, geht drüber, bis ihr ungefähr auf Schulterhöhe sind, dann rotiert ihr rein, geht nach hinten, berührt die Hände, dann genauso gleich wieder raus, bis sie vorne sind. Ja, nichtsdestotrotz zwischendurch mal den Rumpf entspannen, kurz ablegen, hochkommen, hintere Kette, Po anspannen, Oberschenkel, Rückseite anspannen, anheben, dass der untere Rücken auch fest ist und einfach auf die Cues, die ich euch gerade gegeben habe, achten.